100 Tage Roberto Di Matteo auf Schalke. Seit dem 8. Spieltag hat der Italiener bei Königsblau das Sagen. Zeit, um ein erstes Fazit zu ziehen. Ich bin sehr zufrieden. Ich fühle mich wohl. Die Spieler zeigen eine gute Bereitschaft. Hat mich auch langsam so gut eingelebt in Deutschland und auf Schalke. Und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit lange dauern wird. Nach dem enttäuschenden Saisonbeginn unter Jens Keller setzte Schalke 04 seinen Cheftrainer vor die Tür und holte dafür den Champions-League-Siegertrainer von 2012. Wie auch beim Titelgewinn mit dem FC Chelsea übernahm Di Matteo das Team mitten in der Saison und das durchaus erfolgreich. Ich denke, er hat wenig Zeit gehabt, eigentlich sich einzugewöhnen, weil auf Schalke ist natürlich immer gleich ein Druck, eben Ergebnisse abzuliefern. Das hat er auch gut gemacht. Natürlich hatten wir den einen oder anderen Rückschlag, aber man muss dann ganz einfach seine Linie durchziehen. Das macht er. Vermitteln und spielen ganz einfach das, was er will. Und ich denke, dass wir in der Rückrunde vielleicht noch stärker sind als in der Hinrunde. Seit seinem Amtsantritt führte der 44-Jährige die Schalker vom 11. Rang auf Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen auf Platz 5. Vor allem eine taktische Veränderung nahm Di Matteo vor. Der Wechsel vom 4-5-1-System auf eine 3-5-2-Formation. Wir haben uns jetzt akklimatisiert, denke ich mal. Und wir wissen ganz genau, was der Trainer so sein Augenmerk hat, was für ihn wichtig ist. Und ich denke, man hat das auch schon in den Spielen gesehen, dass wir einfach eine Systemumstellung gemacht haben. Und ich denke, die Arbeit ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Der Trainer hat sehr, sehr viele Ideen, hat sehr, sehr viele Denkweisen, ist total fußballverrückt. Und ich denke, da wird man auch in der Zukunft noch immer wieder was Neues von uns erleben. Etwas Neues wäre für Schalke 04 auch mal wieder ein Titel. Doch dafür wird Roberto Di Matteo bei aller guten Arbeit sicher noch etwas Zeit benötigen.